Lebensmobil. Ja, es kann minimalistisch sein. Es soll auch minimalistisch für mich sein. Aber ich zeige dir zum Beispiel in den Schränke. Das ist die Realität da drinnen. Jedes Ecke ist voll. Da oben habe ich eine Box mit meiner Unterwäsche, weil ich ja, hier viel besser finde als da hinten. Diese Tasche hier ist voll mit Lippenstifte. Dann benutze ich die selten. Meine Tabletten. Und da unten ist noch ein Box hinter dem Spiegel und das ist voller Schminke. Und das ist nicht alles. Und ich werde, weil ich diese Woche Urlaub habe, obwohl wir heute schon Donnerstag haben, werde versuchen, dieser Schrank hier minimalistischer zu halten. Ich bin gespannt, wie viele Teile ich ausmisten werde. Bei dem wenig Platz, die wir hier haben im Wohnmobil, ist es wichtig, dass wir immer Ordnung halten. Und für mich ist das A und O bei allem, was ich mache. Hier oben habe ich jetzt alles rausgeholt. Habe ich mir so, ich hatte es übrig, so ein kleines Körbchen. Und da habe ich zum Beispiel Gesichtscreme, Serum, Augencreme und so weiter. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das da rein einräume, aber mal schauen. Ich wollte einen Zwischenstopp zeigen. Hier ist dann meine Schminke. Immer noch so viel Foundations. Aber und das sind, wie man sehen kann, bei den Namen keine bezahlte Werbung. Das habe ich alles selber gekauft. Sind Sachen, die echt nicht günstig sind und deshalb wollte ich mich nicht trennen von dieser Sachen. Und das habe ich letztes Jahr auch mir geholt. Ja, alles andere, die nicht so kostenintensiv war. Also ich finde es schon so, wie das aussieht, wunderschön, die Verpackung. Und ja, die Sachen habe ich aufgehoben. Wow. Ich habe meine Lieblingssachen, die ich immer benutzen möchte und werde ich viele Sachen nicht nachkaufen. Aber ich möchte das unbedingt aufbrauchen. Das ist hier noch ganz neu vom Mac. Ist das aber wunderschön. Ich habe es einmal meinen Finger drinnen gehabt, mehr nicht. Obwohl ich schon Schminke, die unbenutzt war, schon auch verkauft habe. Mein Lieblingsfoundation ist die von Dior und die ist teuer. Ich habe auch den Concealer, aber das werde ich nachkaufen, denke ich mal, weil ich das sehr gern benutze. Ich habe aber anderen hier, die noch nicht sind noch ganz neu, noch nicht aufgemacht von Estée Lauder oder die hier ist auch ganz neu, habe ich auch noch nie benutzt und die hier von Giorgio Armani habe ich einmal getestet, fand ich auch gut, aber mein Lieblings, wie gesagt, die ich noch nicht mal getestet habe, kann ich nicht sagen, ob sie mir gefallen, aber die von Dior weiß ich, die mag ich sehr gern und das habe ich auch den Primer, den mag ich echt ganz, ganz gern. Ich habe hier von MAC noch so eine Puder, nicht Puder, ein cremiger Foundation, die finde ich auch ganz gut. Die möchte ich auch aufbrauchen. Da unten habe ich dann den Puder von Dior. Ja, ich hatte einen Tick für Dior damals. Und ja, habe ich es mir gekauft. Und da unten sind lauter teure Marken, die ich nicht unbedingt wegtun möchte. Ja, noch ganz neu, alle zu noch. Das hier. Jetzt habe ich zerkratzt, aber das ist auch noch ganz neu. Das ist die Chic to Chic. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber auf jeden Fall. Ich habe die andere schon getestet.
und die hier. Und ja, und dann habe ich mir die zweite noch geholt. Das sind Sachen zum Beispiel, die ich benutzen möchte, aber da ich mich nicht jeden Tag schminke, ich habe auch das hier von Misha, auch so eine, die ich auch noch nie getestet habe. Hier steht 12 Monate nachdem geöffnet worden ist, ist aber noch nicht geöffnet. Das ist auch von der, das ist auch so ein, keine Ahnung was, das ich auch gekauft hatte, weil im Angebot war. Ja, das sind ein paar Sachen, die ich noch unbedingt benutzen möchte. Und das bleibt. Und die Pinsel, die ich jeden Tag benutze, bleiben auch. Ich habe hier mehrere in dieser Reifeverschluss drin. Hier. Aber die benutze ich nicht. Ich benutze die zu selten. Hier sind dann die Sachen, die ich ausgemistet habe. Die Sachen werde ich nicht wegschmeißen, das werde ich meinen Töchtern geben. Außer das hier schmeiße ich weg. Das sieht auch nicht schön aus. Ist von meinem Tangle-Teaser. Die Tangle-Teaser behalte ich. Deshalb benutze ich nie. Kommt auch weg. Das ist auch ein guter Puder, deswegen auch noch nie getestet. Aber nee, jetzt überlege ich mir, ob ich das noch behalte, aber ich habe ja Puder und ich benutze kaum. Nee, das gebe ich meine Töchtern von der Anastasia Beverly Hills auch. Also ich habe hier ausgemistet gute Sachen, die gut sind. Auch viele Lippenstifte und alles mögliche Strumpfhosen. Und ja, ich miste weiter aus und zeige ich dir dann, wie mein Schränkchen danach aussieht. Und das ist dann mein Endergebnis. Ich habe zwar noch Schminke woanders, aber für heute reicht das mit dem Aussortieren. Auf jeden Fall passt mir jetzt alles da rein. Und dieser Täschchen, wo die ganzen Lippenstifte drinnen waren, die war voll. Die ist jetzt ganz leer. Und ich habe jetzt so gemacht, dass ich Gesichtscreme, Lippenstifte und die Pinsel, die ich jetzt gewaschen habe. Die ganzen Lippenstifte passen jetzt hier. Ich habe die meisten weg, weil ich benutze selten. Nur die ich wirklich mag, habe ich aufgehoben. Und die anderen sind dann aussortiert. Ich werde dann nachher erzählen, wie viele Schminke ich ausgemistet habe, die mein Zuhause verlassen. Ja, wie gesagt, die Sachen kommen hier oben jetzt und ich denke, das wird jetzt ganz gut aussehen. Cool, oder? Den Fach jetzt so ordentlich, dass ich diese Tasche nicht mehr brauche, werde ich aber nicht wegschmeißen, werde ich aufräumen, weil ich denke, eine Verwendung dafür im Wohnmobil werde ich schon haben. Diese Sachen, die hier sind in dieser Tasche, die schmeiße ich nicht weg. Der Charlie schaut mit. Die schmeiße ich nicht weg. Das sind meine A-Sachen, die ja, wo ich lange Haare hatte, meine Haarsachen getragen habe. Und jetzt werde ich aufräumen, weil ich denke, lass meine Haare wieder wachsen. Dann muss ich nicht neue kaufen. Aber hier oben sieht jetzt so gut aus. Die Tasche etwas in mir reingepasst, aber ich brauche nicht mehr. Und ich will nur wirklich ein Make-up und die Sachen, die ich wirklich benutze, und den Rest nicht. Mein Spiegel kommt auch hier oben an der Seite. Und ja, was ich noch da rein tun werde, sind meine Sonnenbrille. Genau, habe ich zwei. Eine hätte auch gereicht, aber ja. Und das ist jetzt so ordentlich so schön, dass ich, ja, ich liebe das schon jetzt, dass es jetzt hier Platz ist und ich nicht mehr tausend Sachen rausräumen muss. Ah, und diese Ecke war ich jetzt schon am überlegen, was tue ich da rein in meine Medikamenten, die ich jeden Tag brauche. Ist ganz einfach. Tabletten nehmen, mich fertig machen, von der Tür raus arbeiten gehen. Das ist mein normaler Tag.
So, das ist das Endergebnis hier auf dem Tisch. Hier stehen die Strumpfhosen. Das hat mit Schminke nichts zu tun, aber das geht auch heute, weil es mich stört. Ich ziehe die nicht an. Und ich zähle jetzt, wie viele Sachen ich jetzt ausgemistet habe von Wohnmobil. Und ja, wie du dir das vorstellen kannst, es ist wertvoller Platz gewonnen. Und diese Sachen benutze ich echt nicht. Ich habe viel zu viel. Und ja, es war eine Zeit, wo es mir ganz schlecht ging. Und irgendwie wollte ich mich belohnen oder ich weiß ja auch nicht. Das ist einfach für mich, finde ich, das ist meine Meinung, Verschwendung, was hier alles liegt, das ist Geld und das kaufe ich sowieso nicht nach und ich bin froh, wenn die Sachen jetzt weg sind. Also in dieser Ecke hier sind die Lippenstifte und Lipglosse und ich habe jetzt 26 gezählt. 26 Lippenstifte und Lipglosse, also das ist schon viel zu viel und sehr ähnlich, wie du hier sehen kannst, dann die zwei pinke Farben sehr ähnlich, das sind viele sehr ähnlich und rote Lippenstift, da trage ich auch überhaupt nicht, da ist auch noch eine, aber das waren Sachen, die in Glossybox drinnen waren, nicht alles. Brauche ich mich nicht auszureden, Sachen habe ich wirklich mit Absicht gekauft, zum Beispiel hier und ja, habe ich extra gekauft die Sachen, das hier zum Beispiel ist von Glossybox. Also wie gesagt sind 26 Lippenstifte und Lipglosse, dann 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Teile, die gehen. 53, 54, 55, 56 mit den Strumpfhosen. 56 Teile, die das Wohnmobil verlassen. Und dann sagt man, im Wohnmobil leben, so wenig Platz, eng. Aber schau mal, wie viele Teile ich ausmisten kann. Ich weiß nicht, jeder hat so viel Schminke wie ich. Manche haben gar keine, weil die das nicht wollen, nicht brauchen. Und ja, aber der Mann hat tendiert immer den Platz, den man hat, trotzdem voll zu machen. Das möchte ich nicht. Und ja, ich möchte minimalistisch leben. Deswegen leben wir im Wohnmobil und deswegen muss ich auch im Wohnmobil ausmisten. So, achte nicht auf meine Haare. Ich war in der Zwischenzeit auch mal duschen. Mal duschen hier. Und ja, ich wollte einfach, dass du das nochmal siehst, was ich hier ausgemistet habe. 56 Teile sind es geworden. Ich bin sehr stolz, dass ich weiter ausmiste im Wohnmobil. Und ja, die Sache schmeiße ich auf gar keinen Fall weg. Also das wäre für mich pure Verschwendung. Ich werde die Sachen an meinen Töchtern geben und die werden das ganz bestimmt aufbrauchen. Und wenn nicht, geben sie, sie haben auch Freundinnen, können sie sich das teilen. Nächsten Jahr auch egal. Hauptsache die Sachen sind von Wohnmobil weg und ich habe den Platz da oben. Sieht es jetzt so aus, sieht so gut aus, mir gefällt das richtig gut, dass es jetzt alles aufgeräumt ist. Und
56 Teile, die ich hier ausgemistet habe, glaube ich, kann ich ganz stolz auf mich sein. Das hier geht nicht. Das ist nur die Schminke und die drei Strumpfhosen. Ich werde jetzt hier aufräumen, bevor mein Lebensgefährte aufsteht und hier dieser Chaos so sieht, was ich fabriziert habe. So, für heute ist das dann hiermit gelungen, das Ausmistaktion. Ich habe hier die Strumpfhosen und das ganze Schminke, die weggeht, ne, so ab hier. Und ja, wenn mein Video dir gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hier hinterlässt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ja, abonniere meinen Kanal. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen und damit verpasst du auch nichts mehr. Ja, was wir so machen, wie ist unser Alltag, wie leben wir so im Wohnmobil, was ist sinnvoll, was brauchen wir überhaupt nicht, was darf fliegen, und somit verabschiede ich mich hier jetzt.